Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das für viele Leute von Interesse sein könnte. Konkret geht es um die Finanzierung und die Ratenzahlung beim Elektronikhändler Mediamarkt und was es dabei zu beachten gilt. Häufig kann es im Leben passieren, dass das Geld knapp wird. Passiert in einer solchen Situation etwas Unerwartetes, dann kann dies schnell zum Problem werden. Dafür reicht es schon, dass der Kühlschrank oder die Waschmaschine den Geist aufgibt. Doch was kann man tun, wenn man die Mittel nicht zur Hand hat, um direkt ein neues Gerät zu kaufen? Findet man niemanden, der einem auf die Schnelle solche Geldbeträge leihen kann, gibt es dennoch eine gute Lösung. Mediamarkt bietet unter anderem für solche Fälle eine Finanzierung und Ratenzahlung an. Auf diese Weise kann man sich die neue Waschmaschine oder den neuen Kühlschrank kaufen und pro Monat über einen festgelegten Zeitraum bequem und stressfrei abbezahlen. Zusätzlich dafür kann man aktuell auch mit dem 10 € Mediamarkt-Gutschein Geld sparen. Falls ihr daran interessiert seid, schaut einfach in die Videobeschreibung, der Gutschein ist dort verlinkt. Das Modell von Mediamarkt kann man auf der Webseite auch einsehen, man findet es aktuell rechts oben unter dem Reiter 0% Finanzierung. Klickt man darauf, so sieht man bereits im oberen Teil die wichtigsten Konditionen zusammengefasst. 0% effektiver Jahreszins bei einer Laufzeit von bis zu 10 Monaten. Wählt man einen größeren Zeitraum bis zu 60 Monaten, so liegt der effektive Jahreszins bei 8,49%. Das Angebot ist zudem jederzeit komplett online abschließbar. Jedoch sind mit der Finanzierung bestimmte Voraussetzungen verknüpft, wie man weiter unten nachlesen kann. Unter dem Reiter Voraussetzungen für eine Online-Finanzierung. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, die Einkaufssumme beträgt zwischen 100 und 15.000 Euro und es müssen stabile Arbeits- und Einkommensverhältnisse nachgewiesen werden. Dazu zählt unter anderem, dass man 3 Monate fest angestellt ist und dass dieses Arbeitsverhältnis entweder unbefristet ist oder für die nächsten 12 Monate gültig. Oder man ist Rentner mit einer unbefristeten Rente. Man ist mindestens 12 Monate selbstständig und kann dies nachweisen. Oder man hat regelmäßige monatliche Einnahmen von mindestens 650 Euro netto. Zudem sollte kein negativer Schufa-Eintrag vorhanden sein. Einfach online finanzieren, so geht's. In diesem Reiter ist zusammengefasst, welche Schritte man durchführen muss, um die Online-Finanzierung zu beantragen. Erstens muss das Antragsformular ausgefüllt werden. Zweitens muss die Identität bequem per Videotelefonie bestätigt werden. Der Kreditvertrag kann online mit einer MTAN, mit einer SMS unterschrieben werden und der Bestellvorgang schließlich abgeschlossen werden, womit die Ratenzahlung dann auch in Kraft tritt. Was benötigt man für die Online-Finanzierung? Ein Smartphone, ein Tablet und ein anderes Gerät mit Webcam und ein gültiges Ausweisdokument, der Personalausweis oder der Reisepass, den man eben bei der Online-Authentifizierung vorzeigen muss. Eine Finanzierung vor Ort ist ebenfalls möglich. Dort läuft das Ganze aber natürlich online ab als vor Ort. Das je nach Markt unterscheidet sich auch, wie genau das vonstatten geht. Die Finanzierungspartner im Markt sind Targo, Bank und Santander. Ein zusätzliches schönes Feature, was die Seite vom Mediamarkt anbietet, ist, dass man mit diesem Kreditrechner das Finanzierungsmodell genau ausrechnen kann. Geht man hier von einem Kreditbetrag von 1.000 Euro aus, so sind dies bei einer Laufzeit von 10 Monaten eine monatliche Rate von 100 Euro mit, wie man sieht, einem effektiven Zinssatz von 0%. Nun kann man beliebig die Monatsanzahl steigern bis auf das Maximum von 60, was wir gesehen hatten, dass das das Maximum ist. Das ergibt eine monatliche Rate von 20,36 Euro bei einem Betrag von 1.000 Euro. Bei einem effektiven Zinssatz, da er über 10 Monate liegt, 8,49% und ein Gesamtbetrag von knapp 1.200 Euro. Auf diese Weise kann man dementsprechend sein Finanzierungsmodell personalisieren und genau ausrechnen, was für welchen Betrag notwendig wäre. Um bei dem Ganzen im Endeffekt aber auch noch zu sparen, kann man den 10-Euro-Gutschein verwenden, der aktuell zu erhalten ist. Schaut dafür einfach in der Videobeschreibung vorbei, dort ist der Gutschein auch nochmal verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!